Herr Bodmann, das Superwahljahr 2021 hat begonnen. Es gibt ein Thema, das alles andere in den Schatten stellt: Corona. Hat der VDMA mit seinen Kernforderungen überhaupt eine Chance, mit seinen Themen durchzudringen? Der VDMA hat grundsätzlich eine gute Chance. Schon in der Corona-Phase haben wir das gezeigt mit Themen wie Kurzarbeit und Verlustrückträgen. Erst recht jetzt, wo wir mit der Impfkampagne auch absehen, dass das mal zu Ende kommt und wieder nach vorne gerichtet wird, können wir natürlich mit wirtschaftspolitischen Themen punkten, und da ist jetzt der richtige Einsatz dafür, damit zu starten. Was bedeutet Freiheit auf die Unternehmen bezogen konkret? Freiheit ist für die Unternehmen das, was für Fortschritt und Innovation steht. Bedauerlicherweise sehen wir in den Parteiprogrammen, die uns heute schon vorliegen, und in den öffentlichen Äußerungen der Parteien viel mehr Staatsinterventionismus. Der Staat glaubt, er könne es besser. Das ist ein Trugschluss. Insofern ist da viel Arbeit für uns, diese Meinung auch zu ändern. Wird der VDMA eine Wahlempfehlung aussprechen? Wahlempfehlungen haben wir nicht ausgesprochen und werden wir nicht aussprechen, aber wir wollen unsere Punkte machen, um den Wettbewerb zu befördern zwischen den Parteien in der Gunst um die Wählerschaft.